die DDR aufgrund der hohen Lohnkosten, der geringen Arbeitsproduktivität, der total zerschlissenen Infrastruktur, der sozusagen absolut unrentablen, unmodernen Betriebe, war einfach nicht weltmarktfähig. Und das ist der entscheidende Punkt. Man brauchte schnelle Lösungen, die den Erfordernissen und dem Begehren, dem rechten, zu rechten Begehren der Ostdeutschen entgegenkommt. Und insofern war die Wirtschafts- und Sozialunion, so wie sie gestaltet wurde, sicherlich richtig, hat aber Folgekosten verursacht, die man in der Zeit wohl sah, aber die man vielleicht falsch eingeschätzt hat. Denn der Sozialstaat der alten Bundesrepublik wurde erheblich überdehnt durch diese Art der Wirtschafts- und Sozialunion. Doch zunächst herrscht Jubel. Der 1. Juli 1990 ist ein entscheidender Schritt in Richtung Wiedervereinigung. Mit der Währungsunion wird die D-Mark eingeführt. Zum Umtauschkurs von 1:1 für Löhne, Renten, Mieten und Sparguthaben bis 6.000 Mark. Mit der Wirtschaftsunion übernimmt die DDR die soziale Marktwirtschaft, somit auch westdeutsches Arbeits- und Wirtschaftsrecht. Durch die Sozialunion wird das westdeutsche Sozialsystem auf die DDR übertragen. Die Bundesrepublik schnürt ein Milliardenpaket für den Wiederaufbau Ostdeutschlands. Doch die Zukunft ist für viele nicht so rosig wie erhofft. Mit der freien Marktwirtschaft kommen neue Probleme.